Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Blick. Es wird für mich schwieriger, meine Arbeit hier zu machen, vor allem auf YouTube. Ich habe darüber eine Ankündigung gemacht, da habe ich das auch ein bisschen erklärt. Ich denke, es ist absehbar, dass ich vielleicht überhaupt nicht mehr auf YouTube hochladen kann oder wenn, dann nur noch Ankündigungen. Aber auch das ist nicht gewährleistet. Das heißt, ich bitte euch wirklich, dass ihr euch die Informationen runterlädt, wo ich denn zu erreichen bin. Das ist hier alles drunter. Ich gebe es jetzt hier nochmal rein, damit ihr es kurz abfotografieren könnt, falls ihr die Ankündigung jetzt nicht gelesen habt, nicht gesehen habt. Also einfach hier die Kanalinfo. Ne? Natürlich Patreon ist sehr sicher, weil da tue ich immer up-to-daten und ich glaube, soweit ich das weiß, kann man da auch, muss man nicht bezahlen, um da, weil ich habe ja alles öffentlich gestellt. Ja, also wie gesagt, ich habe es schon gesagt in der Ankündigung. Selbst Rumble und BitChute lassen mich manchmal nicht hochladen. Und Vimeo hat mich schon mal gesperrt. Aber ich tue es auf anderen Kanälen rauf. Telegram ist natürlich das sicherste, keine Frage. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dass eben auch Podcast jetzt runterzuladen, also bei Telegram ist, für die, die nur ein kleines Kontingent haben auf ihrem Handy. Das hat mir ein lieber Herr eingerichtet. Ja, ich bitte euch auch wirklich die Arbeit, nicht nur die ich mit Marc gemacht habe, anzuschauen, sondern auch die mit Marc und Michael gemeinsam. Das wollen wir auch gerne weiterführen, denn ich halte das für eine enorm wichtige, neue, da geht eine Tür auf in eine völlig neue Dimension, die mir nicht fremd ist, das möchte ich dazu sagen. Es ist das, was ich seit Jahren spüre und hier auch wiedergebe, aber ich gebe es auf eine intuitive, energetische Art wieder oder einfach selbsterfahrene Art wieder und dort kommt es durch den Michael zu einem Standing, zu einem, also da wird es von einer anderen Seite noch einmal bestätigt und unterfüttert. Ja, und dann auch das Gespräch, das ich mit Traugott und Marc geführt habe, ich habe es als Dreiteiler rausgegeben, kann ich euch nur empfehlen, denn ich denke einfach, dass das auch ein bisschen beruhigt. Und ja, ich sage hier mal jetzt in Bezug auf das Weltgeschehen. Es ist keine Frage, dass es der völlige Irrsinn ist, der da draußen tobt. Und ich kann euch wirklich nur raten, in diesem Irrsinn euren eigenen Fokus zu halten. Ich kann euch nicht raten, euch auf jede Info zu stürzen, die da draußen in Umlauf ist, weil ich denke, dass wir im Weltgeschehen jetzt an einem Punkt sind, wo dieses ganze System in die absolute Entropie gegangen ist, in das absolute Chaos. Und es ist, ich sage jetzt mal, nein, es ist unmöglich. Es ist nicht nur fast unmöglich. Es ist unmöglich, auch nicht für uns, die wir da doch relativ viel Info haben und da bereits viel Erfahrung haben. Es ist unmöglich, genau zu sagen, was hier gespielt wird, weil da so sind so viele verschiedene Skripts, die jetzt durcheinander gemischt werden und keiner kann behaupten, dass er das jetzt weiß. Ich denke allerdings, und das habe ich ja auch schon öfter gesagt, dass das nicht unbedingt jetzt alles für euch bestimmt ist. Weil wenn ihr jedem kleinen Schmufu hinterherlauft, dann werdet ihr nicht nur komplett verrückt, ihr seid außer euch. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Ich denke, es reicht zu wissen, dass das Ganze, also zum einen, was ist es, was hier zusammenkracht? Und das haben mit Sicherheit die meisten nicht begriffen. Und ich kann auch nur sagen, dass ich es zwar intuitiv geschaut habe, aber jetzt nicht in allen Einzelheiten. Da ist das der Austausch mit Marc und mit Michael einfach auch sehr, sehr erhellend. Das heißt also, wenn wir uns, ich denke, dass das wichtig ist, dass wir uns diese den geschichtlichen Dingen oder den Mythen oder den, was sie uns eingepflanzt haben, sei es in Bezug auf die Religion, auf Pädagogik, auf die Geschichte, auf den Menschen an sich, auf unser Miteinander, was uns da alles eingepflanzt ist und was hier alles einfach nur Lüge ist oder Täuschung oder Verfälschung. Das ist wichtig, das auseinander zu klamüsern und ich würde diese Zeit jetzt wirklich dazu nutzen, einerseits um diese Lügen zu entlarven und andererseits um euch dem zu widmen, was jetzt einfach als Einzige, als aller Einzige euch aus dem Schlamassel rausholen kann, nämlich euch auf euch selbst wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zurückzubesinnen. Und darum soll es ja auch wieder heute gehen, denn diese Gespräche, die ich führe, sei es jetzt mit Marc oder mit Marc und Michael oder mit Traugott und Marc oder natürlich auch mit Sunny, wenn wir es mal schaffen, zusammenzukommen, die sind ja alle dafür da, damit ihr Informationen bekommt
und hinter die Kulissen schauen könnt. Und ich bin dann immer froh, wenn ich dazwischen einen Blick machen kann, wo ich das Ganze wieder ein bisschen auf uns zurückhole. Nee, weil, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich meine, macht euch nichts vor, die, die ihr so wahnwitzig geil darauf seid, immer auf die neuen Infos, macht euch nichts vor. Der Einzige, der euer Leben gestalten kann, der einen Unterschied machen kann, das seid ihr. Ich meine, uns wird hier oft vorgeworfen von wegen, ihr wartet auf einen Retter. Also so ein Blödsinn. Ich meine, nur weil wir Informationen gegeben haben über das, was in Amerika passiert, heißt das ja nicht, dass wir hier abwarten. Also das ist so der größte Schwachsinn. Wir sind der Gestalter. Und das war ja auch der Inhalt von diesem wunderbaren Dreiergespräch da mit Michael und Marc. Und ich möchte einiges davon vielleicht noch einmal hier wiederholen, weil ich merke, dass das wahrscheinlich schon starker Tobak ist und für viele auch nicht einfach nachzuvollziehen. Und was mir das Allerwichtigste ist, möchte ich gleich an den Anfang stellen. Man hätte ja auch in den Gesprächen, die Michael mit Marc geführt hat, meinen können, dass jetzt hier der ganze Glaube, der ganze christliche Glaube in die Tonne getreten wird. Ne? Also dieses Missverständnis hätte leicht passieren können. Und ich gebe zu, dass ich das auch nicht ganz einschätzen konnte. Und wie ihr wisst, bin ich da auch immer vorsichtig gewesen, was die Bibel und so betrifft. Aber das hat den Grund, weil ich einfach nicht weiß, was ist gefälscht und was nicht. Das ist so ähnlich wie mit der Astrologie, wenn ich nicht weiß, was haben sie uns da? Sie haben ja alles gekapert. Also sage ich zunächst einmal, okay, ich will das jetzt erstmal alles außen vor lassen und gehe nur von mir aus, was meine Empirik ist, was meine Erkenntnis ist und nehme nicht irgendeine fremde Erkenntnis erst einmal mit rein. Das haben natürlich manche dann falsch aufgefasst, so nach dem Motto, ich hätte keinen Glauben oder irgend so etwas. Gut, das Wort Glaube, ach keine Ahnung, ich hab mein Wissen, und das ist aber mein ganz, ganz persönliches, individuelles. Mein Intimes, das kann sich natürlich mit eurem decken. Aber niemand kann mir vorgeben, was ich zu erkennen und zu wissen und zu glauben habe. Aber, wie Michael ja ganz richtig in diesem Dreiergespräch gesagt hat, es geht tatsächlich hier darum, dass der wahre Christ, und wie ihr das jetzt immer nennt, also das hat jetzt nichts damit zu tun, ihr könnt es die Lebensquelle nennen, den All-Einen, den Manitou, das ist ziemlich egal, wie ihr das nennt. Aber diese Rückverbindung mit sich selbst, diese Gewissheit, ne, dass wir das Göttliche in uns haben und dass wir vom Göttlichen geleitet sind. Und wie gesagt, das Göttliche ist nur ein Ausdruck dafür. Dieses Wissen hat man versucht, nein, hat man nicht versucht, hat man erfolgreich, sage ich jetzt mal, der Menschheit ausgetrieben. Und die Frage ist ja nur, aber das können wir vielleicht in einem weiteren Gespräch dann klären, wann der Moment war, wo das Christentum, was ja eine unglaubliche Bewegung war, ne? Eine gefährliche Bewegung auch, ja, so ähnlich wie wir hier und so ähnlich wie Kuh und so weiter. Ne? Dass das Christentum, wann war der Moment, wo das Christentum gekapert wurde von diesen tiefschwarzen Entitäten und wo sozusagen die Menschen da in die Irre gelockt wurden. Und die Kirche ist ja da nur ein Ausdruck von vielen. Ne? Wir hatten das mit diesem Psalm von wegen, bete im stillen Kämmerlein, auf dass es öffentlich dir vergelten wird, vergolten wird, also genau umgekehrt. Ne? Du betest für dich und die Ernte wirst du im draußen in der Welt dann bekommen. Und das ist auch meine Erfahrung, meine empirische Erfahrung. Stattdessen lockt man uns in eine Kirche mit einem sehr, sehr fraglichen einer Energieumleitung und vielen Verschlüssen. Also da kann man sich damit auch mal beschäftigen, was die Kirche bewirkt, ne? Und wem man da eigentlich anbetet, ne? Und inwieweit hier der Kannibalismus betrieben wird, also sprich das satanisch Dunkle, was da angebetet wird. Und damit natürlich die Menschen ein ungeheures Feld erschaffen ist so positiv, mitgeholfen haben, sich das aufrechtzuerhalten, was einfach im tiefsten Sinne wirklich gegen das Leben und gegen den Menschen gerichtet ist. Das mal wirklich zu verstehen, das heißt also die Weisheit, das Wissen habt ihr nur ganz tief in euch. Und das ist ja, wo manchmal was zum Klingeln kommt. Ne? Wenn ich irgendetwas hier sage, wo mir Menschen schreiben, ja, da hat was in mir geklingelt. Ich habe mich erinnert. Ich erzähle euch ja nichts vom Pferd, ne? Sondern es ist ja nur die Frage, was geht in Resonanz mit dem, was ihr in euch habt. Ne? Weil ihr könnt ohnehin nur eurer eigenen Weisheit und eurem Wissen folgen.
Und wie jetzt das ganz richtig sagt, ich habe es in so vielen Zeichnungen beschrieben, aber ich finde es dann immer schön, wenn das jemand anderer dann mit anderen Worten nochmal bestätigt oder nochmal was dazu gibt. Und ich möchte es einfach jetzt hier noch einmal hier so aufzeichnen, weil das hatten wir in dem Gespräch mit Marc und Michael, dass uns wird ja immer erklärt, also diese Zeitschiene, ne, dass wir von hier nach da kommen müssen. Und so richten wir unser ganzes Leben aus. Und das ist eben diese Falle. Und natürlich kann man das auch als ein Hamsterrad jetzt bezeichnen. Wichtig ist, dass es einfach nach außen gerichtet ist und dass wir da permanent auf einer Zeitlinie sind, die mit uns nichts zu tun haben. Es ist sozusagen eine nach außen gegebene Führung, ein Ziel, das im Außen ist, dem wir ewig hinterherrennen. Als Bild habe ich da so die Karotte. Stellt euch vor, man hat euch eine Karotte hier so vorgebunden, ne? So mit so einem Stiel, wie so ein Selfie, wie so ein Selfie-Stiel. Und dann rennt ihr ein Leben lang dieser Karotte nach und denkt immer, ich bin fast da, ich bin fast da. Aber die bleibt natürlich immer in demselben Abstand, weil das ist ja der Sinn der Sache, einfach nur euch am Traben zu halten. Und das macht es ja überhaupt wirklich sehr bezeichnend, ne? Dass sie von uns von Vieh sprechen und auch die Impfung und die Herdenimmunität. Ne? Es ist also sehr, sehr deutlich, wie wir in deren Augen gesehen werden. Und das hat nichts mit der göttlichen Schöpfung zu tun, mit dem Ich Bin. Und bei dem Ich Bin ist ja ganz wichtig, dass jeder anders ist. Es ist kein Apfelbaum gleich dem anderen und keine Katze ist gleich der anderen und kein Mensch ist gleich dem anderen. Und was sie uns jetzt immer mit dieser Herdengeschichte hier verklickern wollen, ist, dass wir uns alle irgendwelchen Verordnungen zu unterstellen haben. Also sprich, eine Herde aus uns zu machen, eine diffuse Herde, ne, wo alle gleich sind, anstatt dass wir uns daran erinnern, wer wir sind, und jeder von uns ist einzigartig. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, und das finde ich wirklich so eine schöne Beschreibung von dem, was ich versuche hier die ganze Zeit zu vermitteln und was ich einfach schon seit so vielen Jahren lebe, und das Leben beweist es mir, zeigt es mir mit jedem Tag, dass das kein Irrtum ist. Weil wenn du feststellst, du kannst einen Unterschied machen und du bist der Gestalter deines Lebens und du bekommst das 24 Stunden am Tag permanent bestätigt, und meine Kinder bestätigen es mir auch, dass es ihnen genauso geht, dann weiß ich einfach, ja, dass das ein gültiges Gesetz ist, sage ich jetzt mal. Und wir haben es ja, oder ich weiß nicht, ob das in dem Gespräch gut rausgekommen ist, ich will es aber hier jetzt noch einmal hier vermitteln. Das eine ist ein Wirken, das aus eurem innersten Kern heraus sich in einem Feld nach außen entfaltet. Ja, also eine Entfaltung. Ich will es eigentlich nicht einmal, selbst die Spirale, habe ich gemerkt, ist schwierig. Also von daher will ich es eher, stellt euch mal vor, das, was ich hier jetzt zeichne, wäre so eine Art Sonarwellen oder keine Ahnung. Also das wäre also im Grunde genommen kann man das jetzt gar nicht gut darstellen. Es ist am ehesten zu vergleichen mit einer Blume, die sich aus sich heraus entfaltet. Und das ist nicht so abstrakt, wie es auf den ersten Moment wirkt. Denn es geht tatsächlich darum, diesen Punkt wiederzufinden, der in euch ist, euch darauf wieder rückzubesinnen, damit wieder Kontakt aufzunehmen. Und das kann ein sehr, sehr kleiner, vermeintlich schwacher, kaum zu unterscheidender, aber es ist ein Gefühl. Wenn ihr ganz still werdet, dann spürt ihr das, wo euer Kern ist, wo die Essenz ist, euer tiefstes Inneres. Und wie gesagt, es kann sehr schwach sein und einen nur sehr schwachen Puls haben. Wichtig ist, wieder die Verbindung, also das Außen erstmal abzuschalten und die Verbindung damit aufzunehmen. Das ist dieser Nullpunkt, dieses vermeintlich schwarze Loch und die Nullpunktenergie. Und daraus, nur wenn ihr damit Kontakt aufnehmt und da mit eurem Atem euch hineindehnt, und ich sage bewusst hineindehnen, weil zum Beispiel auch wenn wir Leid und Schmerz erfahren, meine persönliche Erfahrung ist, dass wir dass es nur hineingeht und nicht drumherum oder entweichen. Je mehr wir uns im Außen versuchen abzulenken, umso schlimmer wird es, umso lauter wird diese Stimme in einem. Wenn wir hingegen uns wirklich wenn wir die Welt anhalten,
wie Carlos Castaneda das so schön gesagt hat, die Welt anhalten, zum Stillstand kommen und Verbindung aufnehmen zu diesem inneren Kern, zu diesem schwachen Puls vielleicht, zu dieser Leere auch, dann können wir Kontakt auch mit dem Schmerz aufnehmen und uns hinein entspannen in den Schmerz und uns hinein dehnen. Das ist scheinbar ein Widerspruch, wenn ich sage, uns hinein dehnen in den Schmerz, aber es ist, glaube ich, schon, wie ich es am besten ausdrücken kann, denn es ist so etwas von innen heraus in die Ausdehnung bringen. Und was wir dann machen, ist, dass wir erschaffen ein Energiefeld, wir befelden uns von innen heraus. Das ist also eine Ausdehnung, die von innen nach außen passiert und die zunächst vielleicht in einem relativ kleinen Raum sein wird und sich immer weiter ausdehnt. Und je mehr ihr hier wieder die Stärkung gefunden habt und den Kontakt hier, je besser ihr den Kontakt habt zu eurem Inneren, umso mehr werdet ihr euch hier hinausdehnen können. Und deswegen sage ich immer, macht keine Kapriolen im Sinne von, dass ihr euch jetzt selbst beweisen wollt, dass ihr mit irgendeinem komischen Vordruck von uns, den wir da vielleicht mal ins Netz gestellt haben, in irgendeinen Supermarkt geht und schaut, was passiert, wie mir eine geschrieben hat. Ich habe das probiert ohne Maske und ich bin hinausgeschmissen worden. Ja, ganz klar. Weil was nicht von innen heraus entsteht, authentisch und damit auch gestärkt ist und getragen ist, das kann im Außen keinen Bestand haben. Das heißt, macht keine solchen Experimente. Ich habe oft erzählt, dass ich 2 Jahre lang in einem, dass es 2 Jahre gebraucht hat, dass ich nur hier in dieser Stärkung von diesem Feld mich mehr oder weniger komplett zurückgezogen hatte von der Außenwelt. Dass es so lange gebraucht hat, bis ich überhaupt wieder einmal die ersten Kontakte zur Außenwelt in Form von diesen Videos auch aufgenommen habe. Und die waren am Anfang auch noch sehr reduziert, sage ich jetzt mal. Ne? Und je mehr ich das Feld hier stärke, je mehr ich es von innen heraus belebe, mit Leben erfülle, umso mehr kann ich nach draußen gehen, umso mehr kann, viele wundern sich, woher ich den Mut habe, diese Dinge auszusprechen oder zu machen. Nun, das kommt nur aus diesem aus dem Inneren heraus mich selbst authentisch und selbststärkend. Und das Feld, ich habe so viele Videos darüber gemacht, wie wir diesen Kern hier darin bestärken können, auf dass er sich hier ausdehnt. Und das hat eben auch so viel zu tun mit dem inneren Kind, natürlich auch mit dem Äußeren, weil einfach die Pädagogik auch etwas ist, was so gekapert wurde, ne, von diesen satanischen dunklen Entitäten. Und ich mache eine Aufzeichnung jetzt gleich, wahrscheinlich hier gleich im Anschluss, für den The World Becomes One, für den Online, Gott, ich merke mir solche Sachen nicht, Online-Kongress für das Kind der Zukunft heißt es, glaube ich. Ich gebe den Link drunter. Und ja, wenn ihr euch da anmelden wollt, da gibt es ganz, ganz viel Information zum Kind, zum äußeren Kind meistens natürlich. Und ich mache eben einen Beitrag über das innere Kind, weil es einfach wichtig ist, dass hier der Kern ist der Teil von uns, der in einem jahrtausendenlangen Dornröschenschlaf vielleicht, nicht bei jedem vielleicht, aber bei den meisten, ja, einfach oder sich im Strang versteckt hat, traumatisiert auch auf oft, der gedacht hat, er hätte keine Chance, weil ihr ihm keine Chance gegeben habt, weil ihr so sehr damit beschäftigt wart, hier irgendwelchen Zielen hinterher zu laufen. Und ich finde das sehr interessant, weil ich habe ja jetzt den Austausch mit dem Michael ne? Und da kam das Wort Ziel und es geht ja darum, permanent merken wir, welche Worte in uns irgendetwas zum Klingeln bringen, dass wir das hinterfragen. Und ich habe für mich gemerkt, das Wort Ziel, weil man sagt ja viel im Kommerz, ja, das Ziel ist wichtig. Und ich würde sagen, nein, ich nenne es nicht Ziel, weil Ziel hat immer diesen Zeitfaktor, das mit der Karotte. Du hast ein Ziel und das Ziel ist die Karotte. Und dann rennst du dem hinterher und der Abstand bleibt aber immer gleich. Manchmal gaukeln sie dir vielleicht vor, dass der Abstand kleiner geworden ist. Oh, du bist gleich angelangt, nur um es dann wieder in die Ferne zu tun. Das kommt mir vor, beim Karussell hatten das meine Kinder. Mit so einem, die übliche Unterbrechung, ja, beim
Karussell hatten meine Kinder, das, als sie klein waren. Ne? Da wurde immer so ein Bomball da irgendwie denen vor die Nase. Und wenn sie den erwischen, dann bekommen sie eine Gratisfahrt. Und natürlich hat den nie jemand erwischt oder so. Also das ist so ein Spiel, was mit uns betrieben wird, dass wir manchmal das Gefühl haben, ach, wir sind ja ganz nah. Und dann wird es wieder in weiter Ferne gekickt. Und dann haben wir das Gefühl, oh, das Leben ja, hat uns irgendwie an... Ja, ich sag ich es jetzt? An den Eiern oder keine Ahnung. Also hat uns auf jeden Fall... Wir hängen am Fliegenfänger, das ist der richtige Ausdruck. Und ich glaube, das hat viel zu tun mit diesen Zielen, die nämlich immer dann im Äußeren... Es ist alles im Außen. Ne? Diese Abhängigkeit davon, dass das Leben gut zu uns ist, dass das im Außen ist, diese Abhängigkeit. Und im Gegensatz dazu würde ich eher... eine Anregung an Michael. Ich würde das Wort Absicht nehmen. Mir kommt vor, dass das besser geeignet ist. Man könnte es aber auch natürlich mit einer Haltung... Also was mir halt auffällt, ist, hier liegen die Aktivitäten in diesem normalen Zeitding, ne, von wegen, ja, 5-Jahres-Plan, 10-Jahres-Plan, was mache ich heute, meine To-Do-Liste und so weiter, das geht in Richtung Aktivitäten und das hat schon sehr, sehr viel zu tun mit Aktionismus. Das heißt, vermeintlich ist es ja, es ist linear ausgerichtet auf einen Punkt in der Zukunft. Wohingegen, was mir halt auffällt, ist, wenn meine Absicht klar ist, und meine Absicht kann logischerweise nur zu tun haben mit meinem Sein. Also wenn es durch meine Absichten sind durchdrängt von meinem Sein, sind eins mit meinem Sein. Also mein Sein bewirkt, dass ich mit einer Essenz hier bin und diese Essenz hat eine Wirkkraft. Also ich würde es auch sehr stark mit Wirkkraft benennen. Dieses Sein hat eine Wirkkraft und aus der Wirkkraft entsteht eine Absicht im Sinne von, was weiß ich, ich will einfach, ich will die sein, die ich bin, ne? Oder ich bin die ich bin. Und dann durchdrängt das ganze Feld, befeldet es, es ergibt sich daraus eine Haltung dem Leben gegenüber und den anderen gegenüber. Und dann ist meine Erfahrung, dass das, was ich dann tue, die Handlung, also da kommt das Wort Handlung auch jetzt hinein. Aus der Haltung ergibt sich die Handlung. Und eine Handlung ist nicht wie eine Aktivität. Eine Handlung ist von meiner inneren Essenz gestützt. Und das heißt, ich kann euch nur aus der eigenen Erfahrung sagen, dass dann es sich ganz natürlich entfaltet und ich mich nicht permanent, ich muss nicht jeden Tag in der Früh aufstehen und mir überlegen, was habe ich heute für eine To-Do-Liste. Natürlich habe ich etwas im Hinterkopf, was vielleicht, also ich habe etwas, was gerade sich mir als vielleicht dringlich präsentiert, dass es meine Priorität hat, dass es meine Aufmerksamkeit hat. Und dann bin ich so durchdrungen davon, Durchdringung, das Wort Durchdringung, das sind alles Wörter, aber wir wissen, und das haben wir auch in diesem Dreiergespräch sehr klar auch, dass die Wörter, wie wichtig die Wörter sind. Die Durchdringung. Ich bin dann durchdrungen von einer Absicht aus meinem Sein heraus. Und daraus entsteht mein ganzes Sein, daraus entsteht mein Tag, daraus entsteht mein Leben. Und ich mache mir keine Listen oder irgendetwas, weil ja, es einfach aus mir heraus dann geschöpft wird. Ich schöpfe es aus mir heraus. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist natürlich, wer ist das? Denn wie wir ganz schön in unseren Gesprächen, ich finde, das kam sehr schön raus, dass Gott ja nicht irgendein strenger Typ auf einer Wolke da oben außerhalb von uns ist, sondern dass er das Feld von der anderen Seite bestückt und befeldet. Und uns hier quasi, ich sage immer, der Kontakt tritt an der Grenze auf. Und die Grenze ist aber keine starre, sondern die Grenze ist einfach, wo jeweils mein persönliches Feld, mein individuelles, persönlich will ich schon gar nicht mehr sagen, mein individuelles Feld sich mit dem Kollektiv, also wo, mit meiner Umwelt, wo ist der Umwelt begegnet? Und das heißt, das ist es ist eher wie eine Membran, es ist etwas, was sich ausdehnt und wieder zusammenzieht, es ist nichts Fixes, diese Grenze, sondern es ist eine Verbindung, die eingegangen wird und die jeweils verschieden. Es gibt Menschen, die kommen ganz nah in mein Feld, die lasse ich in mein Feld hinein. Andere, die lasse ich sehr weit draußen. Meine Begegnung mit der Welt ist eine, die ich will nicht sagen steuern, weil steuern ist so ein Begriff von hier,
Aber ich entscheide, es sind Entscheidungen. Ich entscheide, wie weit ich die Umwelt, die Welt in mich hineinlasse, in mein Haus hineinlasse, in meinen Garten hineinlasse, in mein Energiefeld hineinlasse. Und es ist wichtig, dass wir wieder die Entscheidung, die Hoheit über unser Leben und über unsere Entscheidungen zurückholen. Weil was im Moment passiert ist, statt das, wie ich hier jetzt versuche aufzuzeigen, die göttliche Kraft, ja, das Göttliche uns, das kommt natürlich auch von oben, aber es kommt nicht nur von oben, es kommt von überall her. Die göttliche Kraft ist eine, die uns begegnet, die uns stützt, die mit uns kooperiert, die in eine Synthese mit uns eingeht. Wir erweitern unser Feld von innen nach, da ist unser göttlicher Kern. Und wir erweitern diesen göttlichen Kern immer mehr, wir stärken es immer mehr, sodass wir erfüllt sind von dieser göttlichen Kraft. Und dann kann sich diese, unsere ganz individuelle persönliche Kraft, mit der unserer Mitmenschen, unseres Umfeldes, mit der des allgemeinen Feldes, des Kollektivs verbinden, und dann ergibt das ein unglaubliches, das ist wirklich, also it's gonna be biblical, ne? Es wird biblisch sein. Also das ist dann, ich will nicht von einer atomaren Kraft reden, um Gottes Willen, weil das ist deren, das ist hier, das ist auf der Ebene, ne? Sondern, und ja, wir hatten noch das Wort unendlich und ewig. Ne? Also endlich ist, unendlich ist hier, ist auf einer Zeitschiene, und ewig ist immer gültig. Und das ist eine Kraft, die ist ewig und sie ist immer gültig und sie ist unabhängig von Zeit, nicht nur unabhängig, sie ist jenseits von Zeit, jenseits von dieser Zeitschiene. Das ist etwas, das könnt ihr mehr erspüren. Ne? Ich kann euch hier Worte bringen, Worte liefern, und dann ist die Frage, gehen sie mit euch in Resonanz, könnt ihr sie erspüren? Und die Frage, wie ihr da hier reinkommt, die ist für jeden individuell. Der eine geht zum Wasserfall in den Bergen, auf den Gipfel, ans Meer, legt sich in den Sand, zieht die Schuhe aus und spürt das Gras unter den Füßen. Der andere zieht sich zurück in die Badewanne oder in sein Schlafzimmer und schaut, dass er sich wieder hier rückverbindet mit seinem göttlichen Kern. Das ist für jeden anders. Der andere braucht dafür eine Meditation. Also wie auch immer, das Gebet natürlich ganz wichtig. Also wie ihr das immer macht, das ist ganz, ganz individuell, und deswegen ist das der einzige Grund, warum ich sage, von wegen, ich bin nicht so ein Fan von den Bibelversen. Nicht, weil ich die Bibelverse ablehne, sondern weil ich das einfach nicht gerne habe, dass man mir das von außen hinwirft, sondern ich das lieber von innen heraus. Ja, aber das ist meine Art. Was ich damit sagen will, ist, ich würde euch raten, konzentriert euch in diesen Zeiten zum einen ganz, ganz wichtig auf diesen Prozess, denn ohne diesen Prozess hat alles andere keinen Sinn. Dann seid ihr nicht bereit. Da kann keiner von außen kommen und euch retten, wenn ihr nicht das von innen heraus gefüllt habt. Und je mehr ihr das euch da ausdehnt und euer eigenes Feld bestückt, befüllt, nährt, umso mehr kann die Absicht, die göttliche Absicht, sich mit der euren vereinen, und dann habt ihr wirklich unglaubliche Kräfte zur Verfügung. Ja, also nicht mehr hier dem Nachlaufen, diesem ewigen, der ewigen Karotte nachlaufen, und unterschätzt das nicht. Diese ganzen Nachrichten, die hier bei Telegram oder ob das jetzt die Mainstream-Media sind oder die Telegram, das kann auch ein Karottenspiel sein, und es bringt euch komplett weg von dem, was eigentlich wichtig ist. Was hingegen sehr, sehr viel Sinn macht, finde ich, ist diese Information im Sinne von darüber, wie ist die Architektur dieser satanischen, implementierten, künstlichen Welt? Wie ist das beschaffen? Wie ist die Architektur des Bösen, sage ich jetzt mal? Weil dann könnt ihr es entlarven, und jeder Dämon, den wir benennen und den wir kennen, den wir entlarven, hat seine Macht über uns verloren. Und das gilt auch in Bezug auf dieses System. Je mehr ihr versteht, wie sehr dieses System nicht nur nicht ewig bereits da war, was sie uns immer irgendwie verklickern wollen, sondern einfach irgendwann einmal auf euch drauf geimpft wurde. Wenn ihr das erkennt, dann könnt die Wahrheit macht euch frei. Dem Maße, wie ihr dieses System erkennt, könnt ihr es entzaubern, entmanteln,
Und dafür müsst ihr es nicht bekämpfen, das ist auch ganz wichtig, denn legt euch nicht mit diesem System an. Damit bekräftigt ihr nur deren Existenz und füttert sie. Ja, das gebe ich zu. Das ist übrigens etwas, was hier immer verwechselt wird. Die Menschen glauben, oder manche glauben, dass wenn ich etwas anspreche, dass ich dem dann Kraft gebe. Nein, das stimmt nicht. Indem ich es hier entzaubere und die Taschenlampe reinhalte, ist es genau umgekehrt. Sie leben vom Okkulten, sie leben vom Verborgenen und von der Täuschung. Und in dem Maße, wie ich das hier klar offenlege, entmachtet es sie. Also das ist eine esoterische Binsenweisheit, die aber nicht stimmt, zu glauben, dass wir ihnen Kraft geben, wenn wir es benennen. Nein, Kraft geben wir ihnen, wenn wir das Energiefeld füttern, und zwar meistens unbewusst. Und da hat unser Emotionalkörper ganz viel damit zu tun. Und deswegen mache ich ja dann die Sendung über das innere Kind und das äußere Kind, denn das ist der Emotionalkörper. Das ist das, womit sie füttern, womit sie uns, womit sie die Bestie füttern und womit sie uns am Gängelband halten. Aber das, wie gesagt, ist eine andere Sendung, die werde ich jetzt gleich dann mal machen, schätze ich. Aber darüber habe ich ja auch viel gemacht, über das innere Kind. Ja, also ich denke, die Zeiten jetzt sind wirklich dazu geeignet, um entweder ganz nah bei uns zu sein oder den ganz, ganz großen Metablick zu haben. Was ich euch nicht raten würde, ist, dass ihr euch jetzt in den kleinen Details verliert. Natürlich, wenn ihr die Sendung von Sunny anschaut, dann bekommt ihr, das sind sehr, sehr viele Tatsachen, die Hinweise geben, die dann auch irgendwann mal ein Ganzes ergeben. Aber wenn ihr euch in jene Kleinigkeit hineinschmeißt mit eurem Energiekörper, mit eurem ganzen Emotionalkörper, in jede Nachricht von irgendeinem Impftoten oder was sie wieder mit wem gemacht haben oder welches Gesetz jetzt wieder hier entlassen wurde oder was sie hier wieder in Berlin aushecken, dann füttert ihr das Biest. Denn hier wird im Moment ganz viel im Karree getitscht. Hier passieren ganz viele Ablenkungen, weil das Geschehen, das eigentliche Geschehen, ja, ist hinter den Kulissen und uns werden permanent Nebelbomben hingeworfen, oder irgendwelche Knochen, an denen sich dann der Bluthund irgendwie abbeißen soll, abarbeiten soll. Und ich kann euch nicht raten, euch da in jeden Knochen zu verbeißen. Lasst die Dinge vorüberziehen, auch das geht vorüber. Tretet beiseite, wie ich es so oft irgendwie erzählt habe, mit dem roten Tuch, nur einfach elegant beiseite treten und durchwinken. Ne? Es ist nicht die Zeit, ihr schwächt euch komplett energetisch, wenn ihr da in jedes Drama hineingeht. Und das wollen sie, das ist genau, was sie wollen. Es gibt kein Drama. Es ist alles nur Verwirrnis, Verwirrung, ein Theater, was sich hier abspult und was davon Realität ist und was nicht, ist so schwierig zu unterscheiden. Ich vermute aber, das habe ich schon öfter gesagt, dass dieses ganze Theater gar nicht jetzt für uns bestimmt ist. Es ist für die bestimmt, die immer noch schlafen, und es ist als Ablenkung für die bestimmt, die vielleicht nicht mitkriegen sollen, was hier passiert, denn was wir erleben, und das ist kein Geheimnis, da könnt ihr euch die Sendungen von Sunny anschauen, ist, dass wir also wirklich täglich Verhaftungen erleben. Das heißt also, die 180.000 waren es, glaube ich, am Ende, Indictments, also versiegelte Anklagen in Amerika. Würde mich interessieren, was die neueste Zahl ist, denn es finden auf der ganzen Welt Verhaftungen statt. Natürlich auch Rücktritte und Selbstmorde oder Versterbungen. Ja, gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange YouTube hier noch funktioniert. Also würde ich euch wirklich raten. Ja, Telegram, da seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, lasst euch nicht unterkriegen. Unsere Kraft für uns zu nutzen, das ist das Wichtigste in diesen Tagen, uns nicht schwächen zu lassen. Wir können es uns nicht leisten, dass wir unsere Energie verschwenden. Es ist ganz wichtig für das, was ich hier aufgezeichnet habe, ist das Wichtigste, dass wir lernen, dass wir wieder die Energie zu uns zurücknehmen, dass wir unseren energetischen Raum sauber halten, nähren. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir uns gegen ganz viel verwehren, beziehungsweise sagen, okay, außen vor, kommt gar nicht erst rein. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, alles Liebe, tschüss.